Hallo und willkommen zurück bei Satisfactory. Wir sind noch dabei, die Meilensteine abzuarbeiten, die Fabrik umzubauen, womit wir heute schon ein bisschen weitermachen werden. Wenn man hier erstmal die Rahmen, wie viel brauche ich denn? Ich habe es schon wieder verpeilt, wie viel brauche ich? Dadurch, dass es hier nicht angezeigt wird. 75 Rahmen, na bravo, und ich habe 7. Okay, wie viel können wir machen? Was sagt er uns, wie viel wir machen können? 4. Was? Okay, das ist natürlich übel. Ach, die Schrauben. Die Schrauben. Ah, da geht's doch nicht mehr hoch. Pott kommt gleich zurück. Oh, mal gucken. Hoffentlich haben wir noch genügend Schrauben, weil wir produzieren ja dauernd weiter. Oh ja, okay, haben wir noch. 1, 2, 3, 4. Oh, 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 oh. Gerade so. Nein! Ach, Draht. Ich dachte, ich könnte weiter produzieren. Okay, schwerer Module Rahmen. Wir brauchen nochmal Rahmen. Wir brauchen nochmal Rohre und von diesem Metall-Ingot-Ding da. Dingsi-Dönsi. Erweiterte Infrastruktur. Meilenstein auswählen. Alles, was wir haben, schmeißen wir jetzt schon mal da rein. Da gehören zum Beispiel die Motoren dazu. Ja, dass die schon mal weg sind. Dazu gehört, was ist das? Computer. Das sind die Computer. 27 Stück. Wir hauen die schweren Rahmen schon mal da rein. Zack. Es gibt nämlich alles Platz in unserem Inventar. Und dann können wir ein bisschen mehr zuladen. Also wir brauchen, ich würde sagen, noch zweimal Rohre. Wir brauchen noch zweimal Rahmen und zwei von den Metallteilen da. Hinten geht es nicht mehr hoch. Also ich mache das alles nur, damit wirklich die Lager leer fahren können. Dass wir die wegreißen können. So. Rahmen 2 Stück. Motoren nochmal 2 Stück. Brauchen wir oben diese Metall Industry, Encaged Industrial Beam Dingsgedöns da. Und hier. Nein, die Rohre sind auch da drüben. Müssen wir mal dann runter jumpen. Okay, ist voll. Natürlich blöd. 1, 2. Jetzt holen wir unten nochmal. Ja, weil Kohle und Schwefel dauerhaft kommt. Das ist. So, hier müssten die Rohre drin sein. Jawohl, 1, 2. Ja, und dann fange ich an, hier wegzureißen. Der müsste... Oh. Langsam, aber sicher mal leer fahren. So. Jetzt machen wir aber hier schwere Rahmen, alles was geht, was wir haben. Wo landen die denn? Ich würde sie gerne mal zählen. Ach da, 10 Stück, 11.
Das ist natürlich... Wow, ist krass, ey. Das frisst schon Ressourcen. Das frisst schon Ressourcen. Machen wir weiter, was... Achso, das geht nicht, weil wir kein Draht einstecken haben. Sonst hätte ich da an der Front mal weitergemacht. Aber das macht nichts. Wir gehen mal hoch und fangen an abzureißen oder hinzustellen. Aber es ist halt alles noch nicht leer genug. Das ist das Problem. Habe ich die Motoren jetzt vergessen? Ja, natürlich habe ich die Motoren vergessen. Wir brauchen Rohre. So, die Motoren. Ach, die Motoren haben wir. Ja, Leute, ich glaube, ich habe die ganz schlimme Befürchtung, das schaffen es heute wieder nicht, irgendwas hinzubauen, weil ich gerne die schnellen Förderbänder hätte. Ich hätte einfach super gerne diese schnellen Förderbänder. Weil dann sind wir nicht mehr ausgebremst. Also maximal haben wir dann. Ich wollte Rohre und wir haben dann maximal, was geht, von der Schnelligkeit der Bänder und Aufzüge. Und dann müssen wir nur noch oder können wir nur noch die Geschwindigkeit der Produktion mit den Elektroschnecken beeinflussen. Ja, ob wir mit 150, ob wir mit 100 oder mit, hier nehmen wir nochmal einen mit. Mit 100 oder 250% fahren. Ich musste gerade überlegen. 250 ist, glaube ich, Maximum. Ja, das obliegt dann uns. Und dann würde ich nämlich sagen, was weiß ich, die Schmelze, ey, die muss mit 250 da reinhauen. Ja. Ich meine, die eine Schmelze, die... nur das Lager befüllt, sag ich jetzt mal. Die natürlich nicht. Aber die Schmelze, die für die Weiterproduktion zuständig ist, die muss natürlich, die muss volle Suppe, die muss alles geben. So, was macht die Erforschung? Hallo. Ups, was war das denn? 3 Minuten noch, okay. Mal gucken, was wir dann dazu bekommen. Die Rahmen weiterbauen. Jetzt fehlen uns Schrauben und Rahmen. Oh mein Gott. Und das ist genau das. Jetzt muss ich wieder hochrennen. Wenn hier unten so eine Lagerstraße wäre, würde ich einfach dran gehen ans Lager. Hier, zack, 500 davon, 300 davon. Jetzt muss ich hier alles hoch und runter rennen. Ist schon ein bisschen... Bäh. Und ich habe gerade gesehen, es fehlen auch Rahmen. Zwei Rahmen und Schrauben nehmen wir jetzt nochmal mit. So, mehr geht nicht, mehr kann ich nicht tragen. Ich könnte nochmal ein bisschen Kupfer mitnehmen. So, und weiter geht's. Jetzt geht's aber weiter, oder? Also, bitte dich jetzt hier. Ach, ich brauche ja 90 Schrauben pro Rahmen. Das ist jetzt ein Witz, oder? Ist mir egal, wie du klühst, du machst das jetzt. Nicht genügend Material. Die Schrauben. Es ist ein Witz. Es ist ein Scheißwitz. So. Machen wir den Computer ein bisschen weiter. Können wir da wenigstens weitermachen. Platinen. Ja, auf. Weiter geht's. Ach, da brauche ich auch Schrauben.
So Leute, dreimal dürft ihr raten, was wir jetzt noch holen. Wir holen jetzt noch einmal Schrauben. So viel wie geht. Und dann fange ich an, drüben aufzubauen. Ich meine, so ein Band ist ja schnell... Ja, wir haben ja dann keine langen Strecken mehr, oder? Haben wir da noch lange Strecken? Die von draußen rein, ja, die würde ich halt echt schon gerne... Halt, ich will hier was loswerden. Ich wollte hier einen Motor reinschmeißen. Zack. Habe ich eben gerade... Ja, ich habe das Kupfer weggearbeitet. Ich muss hier Kupfer mitnehmen. Für was habe ich das denn eben verarbeitet? Ach, für die Platinen. Ja, also wir müssen dann echt gucken, dass wir wieder anfangen zu produzieren. Das fehlt mir jetzt. Kupfer? Nein, das deswegen war ich nicht. Schrauben. Die Schrauben waren das Böse. Ich packe mich jetzt voll mit Schrauben. Mist es. In der Hoffnung, dass ich jetzt genug habe. Guck mal Leute, wir haben es doch fast. Was fehlt denn für die Computer? Kabel. Leck mich am Zückerli. Ja, was denn jetzt? Ach, weil ich keinen Platz im Inventar habe. Okay. Okay. Hier 100 Sprengstoff weg, den Quarz weg, den Quarz weg. Den Turbodraht weg. Das Ding da weg. So, jetzt haben wir Platz im Inventar. Jetzt können wir produzieren, oder? Jawohl. Vier, fünf, sechs. So, 25 Stück noch. 25, 31. Bei 31 muss ich aufhören, wenn ich überhaupt so weit komme. Was ich nicht schaffe, weil ich keine Rohren mehr habe. Dü-dum. Wie viele Computer können wir jetzt herstellen? Gar keinen, weil mir Kabel fehlt. Leck mich am Arsch. Fuck. Leute, es tut mir leid. Es tut mir leid, dass das so lange dauert. Ich wollte schon seit 3 Folgen die Fabrik umbauen. Es tut mir so leid. Wir brauchen Kabel. Kabel. Und Rohre. 1, 2, 3, 4, 5. Und den Rest machen wir mit den Rohren voll. Mit Rohren. Und dann hoffe ich doch, dass das mal. Oh, falsch gesprungen. Falsch gesprungen. Hallo, hier ist es. So. 600 Stahlrohre. Okay. Ich will nicht da einen Schaden nehmen, wenn ich da runter jumpe. So. Machen wir erst die Computer? Oder? Wir machen erst die Computer, komm. Gucken, wie viel wir schaffen. Da brauchen wir noch 50 Computer, das ist natürlich heftig, ne? Das ist harter Tobak. Okay, keine Platinen mehr. Dann stellen wir Platinen her. Oh Leute, wir haben es fast, wir haben es fast, wir haben es fast.
noch 6 Rahmen. Noch 6 Rahmen. Für die Platinen fehlt uns Kunststoff, oder? Kunststoff. Und wir nehmen 12 Draht. 816 Draht. Ja, das langt erstmal. Wir nehmen erstmal nur Kunststoff mit. Kunststoff und Schrauben, wenn wir noch was haben. Wenn nicht, müssen wir erstmal hier irgendeine Produktion stoppen. Dann reiße ich ein Förderband weg. Also ich glaube, schwere Platten brauchen wir jetzt erstmal nicht mehr. Ja, die sind hier, glaube ich, hier drinne. Ne, sind sie nicht. Dann sind sie hier drinne. Ja, 69 schwere Platten, also das langt dann erstmal. Wie viele Schrauben haben wir? Ach, wir haben ja noch Schrauben. Ich habe ja noch genügend Schrauben. Ah, mach ich sie leer. So, Schrauben sind leer. Schrauben sind leer. Kunststoff wollten wir mitnehmen. Rahmen müssen wir mitnehmen. Kunststoff müssen wir mitnehmen, Rahmen müssen wir mitnehmen, Schrauben haben wir. Ich glaube, mit diesem Run könnten wir das jetzt schaffen. Die Rahmen schaffen wir. Wir brauchen aber nur noch 6 Stück. 75, 69 ist 6 Stück. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fertig. Ich will gar nicht mehr produzieren. Den Rest sortieren wir einfach ins Lager oben wieder ein. Fertig. Wow. So, Platine. 68 Stück. Gönn dir. Aber für die Computer reicht es, glaube ich, nicht mehr. Mal gucken, wie weit wir kommen. Jetzt nehmen die Computer wieder ab, weil ich das Plastik wegnehme. Okay, gut. Computer, wir brauchen Plastik. Kunststoff. Kunststoff und dann könnten wir es fast schaffen, Leute, oder? Jetzt nicht die Welt, was wir da nochmal an Kunststoff sind, nur 384, beziehungsweise insgesamt 384. Aber vielleicht langt es. Wir brauchen ja nur noch 26 Stück. Natürlich heftig, ne? Nein, langt nicht. Aber Schrauben haben wir wenigstens genug. Nervt mich am meisten, die Schrauben. Ach, es hängt an den Platinen. Ach so. Oh, nur noch 9. Nur noch 9, Leute. Ein Run. Das müsste jetzt aber... Müssen wir, Draht holen. Machen wir nochmal 1000 Draht mit. Jawohl. 1000 Draht. Nehmen wir Plastik noch mit. Und dann gucken wir echt mal, dass das noch langt, du. Huiuiui. Hoppla. Sorry, Leute. War ein Magenwind, der den Weg zum Arsch nicht findet. Also, was ist los mit euch?
Jetzt hängt's am Kunststoff. Na toll. Nicht genügend Mittel, weil wir keine Platinen haben. Platinen, Platinen, Platinen. Hier. 19 Platinen. Und ich brauche für den Computer 5. 4 Computer könnte ich machen. Oh, das langt doch nicht. Ziemlich verpönt. 22 Platinen. Haben wir hier noch irgendwo Platinen rumfliegen? Nein. Toll. Aber hier ist die Analyse abgeschlossen. Passend zum Ende der Folge. Das machen wir aber jetzt noch. These particular quartz-based crystal oscillators are optimal for limited radar technology. R&D has provided a new milestone in Tier 5 with a derived building. Haben wir jetzt Radar? Haben wir jetzt Radar? Ich würde aber erst noch hier den Supercomputer reinschmeißen. Oh, 10. Toll. Okay, 10 Supercomputer kriegst du irgendwann. Ich will jetzt erstmal wissen, was in Hubtier 5? Radartechnologie. Ach, ein Radarturm. Ach so, ja, kostet ja nur 50. Kostet ja nur 50 Quarz-Oszillatoren. Oh, Leute. Heftig, heftig. Nun denn. Dann würde ich sagen, wir sehen uns nächste Folge. Da produzieren wir dann noch ein bisschen Kunststoff. Vielleicht schaffen wir es dann in der nächsten Folge. Schade, ich habe echt gedacht, wir schaffen das jetzt hier. Ich wollte es jetzt hier in der Folge noch schaffen. Aber nun denn. Macht nichts. Wir lassen weiter produzieren. Und dann machen wir aus, dass die Schrauben nicht weggebraucht werden. Hier kommen Schrauben. Hier hinten fahren, glaube ich, auch wieder Schrauben raus. Brauchen wir auch nicht mehr. Standby. Okay, alles klar. Jetzt ist alles aus. Wir lassen Schrauben produzieren. Und da hinten Kunststoff. Dann vielen Dank fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Bin ein bisschen betrübt, dass wir immer noch nicht angefangen haben mit dem Umbau. Also wir haben ja ein bisschen angefangen, ist ja ein bisschen weniger geworden. Wir brauchen aber erst noch ein bisschen Ressourcen, dass wir Computer machen können. Und ja, ich würde sagen, wenn wir das, wenn wir dann die Computer haben, genügend Computer haben, dann fangen wir an mit dem Umbau. Bis dahin, bis zur nächsten Folge. Habt eine schöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Würde mich freuen, wenn ihr nächste Folge wieder einschaltet. Tschüss.